Genesius, ich komme aus Bremen, Deutschland und bin seit 1988 als Graffiti-Sprüher aktiv. Gehöre quasi zur zweiten Generation von Deutschland. Es kam halt die Anfrage, ob ich Interesse daran habe, hier eine Fassade zu gestalten. Der Künstlerunion entstanden ist eigentlich ein Teil meiner Arbeit. Also es gibt einfach eine Serie, die nennt sich Phantom Images. Damit habe ich vor 4 Jahren angefangen. Das Bild, was wir jetzt hier an der Künstlerunion gesprüht haben, das ist das größte Fassadenbild in der ganzen Stadt. Also das ist schon irgendwie eine Herausforderung für mich, hierher zu kommen, den kulturellen und künstlerischen Austausch zu suchen. Und natürlich im Vordergrund die Fassade, weil es einfach ein schönes, großes Format ist und ich das einfach spannend finde, wenn man quasi als Pionier in eine Stadt kommt und quasi der erste europäische Sprüher ist, der hier seine Spuren hinterlassen kann.